Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu The Dig. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind auf der ersten Insel gelandet und hier wollen wir uns einmal ein ganz kleines wenig umschauen. Wir haben eine beschädigte Tür. Ich brauche jemanden, der mir hilft, die Tür aufzustemmen. Na okay. Da haben wir noch eine weitere zerstörte Tür. Und da geht's nach draußen. Nichts könnte diese Tür öffnen. Okay. Also nach draußen. Oh ja, ich erinnere mich. Hier ist eine Menge Wasser. Wenn man es trinken kann, sterben wir wenigstens nicht sofort. Wir werden genug Zeit haben, um zu verhungern. Oder gefressen zu werden. Wenn Maggie hier wäre, würde ich ihr sagen, dass sie nicht zu einem riesigen Aal ins Wasser springen soll, der sie für sein Abendessen halten könnte. Vielleicht sollte ich meinem eigenen Rat folgen und an Land bleiben. Ja, das solltest du vielleicht machen. Also, gehen wir erstmal weiter zurück. Da gehen wir ein anderes Mal nochmal hin. Ob der Aal essbar wäre? Gute Frage. Könnte da lange von essen. Ah, genau. Da haben wir noch einen. Noch ein Geist. Der letzte hat uns den Weg in den Nexus gezeigt. Natürlich ist Brink dabei gestorben. Dann schauen wir mal das seltsame Gerät an. Das ist wahrscheinlich jetzt das Ding und das sind die einzelnen Inseln. 1, 2, 3, 4, 5, 5 Inseln. Genau, und da müssen wir draufbleiben. Und dann sehen wir, dass hier was passiert ist. Und da haben wir eine Insel, genau. Und da die eine Kristallform, die genau über der Mitte ist. Da lang zu laufen sieht nicht besonders sicher aus. So. Anzunehmen ist jetzt, dass wir die einzelnen Inseln miteinander verbinden können. Ja, ist schon krass. Gehen wir mal weiter. Eine Reihe Displays, die in die Wände eingelassen sind. Inschriften hier und da. Ich würde sagen, es sieht aus wie ein Museum. Okay. Da haben wir einen leuchtenden Kristall. Seltsame leuchtende Kristalle. Ich habe zwei Kristalle. Okay, was haben wir da noch? Eine Platte? Symbole, die auf eine Platte geschrieben sind. Sieht aus wie ein Alphabet. Oh, die können wir sogar mitnehmen. Ist ja cool. Das wusste ich gar nicht mehr, dass wir uns die anschauen können. Aber viel sagen tut's mir nichts, aber wenn wir das. Ach so. Wenn wir das vielleicht Maggie zeigen könnten, die könnten vielleicht was damit anfangen. So, da oben haben wir noch ein Display. Da haben wir noch ein Display. Die können wir uns auch mal alle anschauen. Das ist die Insel. Und das Raumschiff landet. Die Insel mit diesen einzelnen Inseln. Aha. Ich glaube, die war Ankunft von den Wesen. Ankunft von anderen, die hier hierher gekommen sind. Und sie wurden irgendwo hingebracht. Oder denen wurde was gezeigt oder wie auch immer. Psst.
Schon irgendwie cooles Display hier. Könnte dies eine Art Grabkammer sein? Ja, ich erinnere mich. Das war, glaube ich, eine Grabkammer. Da finden wir später noch was dazu. Das ist für später wichtig. Ja, das wird auch noch wichtig werden. So, ein roter Stab. Noch so eine Gravur am Stab. Die schauen wir uns auch gleich mal an. Jetzt haben wir den roten Stab. Rot. Dann haben wir hier... die hier. Und zwar in Blau. Auch in Blau. Und das in Grün. Alles klar. Sehr schön. Und dann gehen wir hier mal... Ah, da haben wir noch ein weiteres Display. Da gehen wir auch mal... Das schauen wir uns auch mal an. Kanister hat es sicher ganz schön in sich. Na, das scheint ein Sprengding gewesen zu sein oder so irgendwas. Okay, sehr schön. Ah, Maggie. Boston! Maggie, ich habe sie gefunden. Es war mir nicht bewusst, dass ich verschwunden war. Sie wissen, was ich meine. Ich habe einen Weg gefunden, zu Ihnen zu kommen. Durch das Museum, diesen Weg entlang. Das ist schön, Boston. Wenn das das Museum ist, dann ist das hier wohl die Bibliothek. Ich habe herausgefunden, wie man im Nexus die Türen öffnen kann. Es gibt eine Bahn, die hierher führt. Hören Sie, Boston, ich finde es toll, was Sie alles herausgefunden haben, aber ich versuche gerade, mich zu konzentrieren. Ich glaube, ich bin ganz kurz davor, das ganze Zeug hier zu verstehen. Ich will einfach hierbleiben und weiterarbeiten. In Ordnung? Klar, natürlich. Ich wollte nur... Egal. Ich weiß, wo ich sie finde und Sie wissen, wie Sie hier rauskommen können. Ja, danke. Wenn ich was herausbekomme, melde ich mich bei Ihnen, okay? Alles klar. Ja, alles klar. Ich werde Sie jetzt nicht weiter nerven. Doch, werden wir. Robbins. Wie läuft es mit Ihrem Datenempfang? Ich empfange alles, nur verstehe ich nichts. Aber Sie sind sicher, dass es sich um Ihre Sprache handelt? Keine Ahnung. Ich glaube, diese Bücherei wurde von verschiedenen Spezies verwendet. Wie das Museum, das Sie entdeckt haben. Diese Sprache könnte extra dafür entwickelt worden sein, um einfach übersetzt werden zu können. Wenn sie so einfach ist, warum dauert es dann so lange? Einfach im Vergleich zu einer natürlichen außerirdischen Sprache, die man noch niemals gehört hat. Lassen Sie mich einfach in Ruhe arbeiten, Boston. Die Bedeutung von einigen Symbolen habe ich vermutlich schon raus. Aber ich muss erst noch einmal überprüfen, ob das alles Sinn macht. Ich finde, wir sollten uns wieder zusammentun. Warum? Ich bin davon überzeugt, der Schlüssel zu unserer Heimkehr steckt hier in den Konsolen. Erkunden Sie weiterhin die Umgebung hier und ich arbeite daran, uns wieder nach Hause zu kriegen. Wenn ich es rausbekommen habe, nehme ich Sie mit. Ganz kostenlos. Alles klar. Schau mal, was wir da haben. Könnte die Platte vielleicht bei der Übersetzung helfen? Ich habe sie im Museum gefunden. Können Sie sie lesen? Das sind andere Symbole als die in der Datenbank hier. Die sind wohl nicht dafür gedacht, dass Fremde sie lesen. Ich wünschte, ich könnte die Inschrift lesen. Da steht bestimmt etwas sehr Wichtiges. Lassen Sie mich erstmal die Sprache hier lernen. Ich werde mir Ihre Inschrift bei Gelegenheit mal anschauen. Okay, also später. Schau mal, ich habe einen leuchtenden Kristall. Glauben Sie, es ist möglich, Tote wieder zu erwecken? Spirituell ja. Ich war bei einigen Zeremonien dabei. Physikalische Wiederbelebung, da bin ich nicht so sicher. Warum? Oh, wahrscheinlich gar nichts.
Sie werden nicht glauben, was ich entdeckt habe, Maggie. Die Insel im Zentrum und die Felsen sind nicht nur durch Unterwasserbahnen miteinander verbunden. Es existieren auch noch Lichtbrücken, die von den Inseln zu einem transparenten Kristall im Zentrum führen. Eine Brücke aus Licht? Ich weiß, das ergibt keinen Sinn, aber es ist wahr. Ihre Technik ist unserer so weit voraus, dass mich gar nichts mehr wundert. Wenn diese Leute Brücken aus Licht machen können, was können sie dann noch alles? Sie meinen so etwas wie Lichterketten? Ich dachte mehr an ein Haus aus Licht. Lichterketten. Lichtes Haar. Unterbelichtet. Oh. Lichtes Haar. Unterbelichtet. Kleider aus Licht. Leichtes Salatdressing. Helle Freude. Leichtes Salatdressing. Helle Freude. Leichtherzig. Helle Freude. Leichtherzig. Ja, okay, das ist Zufalls anscheinend. Ist ein Zufallsgespräch. Danke. Okay. Ich habe beschlossen, dass das hier eine Kontrollkonsole für ein Datenempfangssystem ist. Wenn ich die Konsole benutze, erscheinen unterschiedliche Inschriften. Manchmal auch unterschiedliche Sprachen. Wenn unserer dabei auftaucht, werde ich Ihnen Bescheid geben. Alles klar. Geht's da noch weiter? Ja, da geht's noch weiter. Aber nicht viel. Okay, dann sind wir jetzt erstmal fertig. Dann gehen wir mal zurück zum Museum. Dann wird das hier unsere Museumsinsel werden. Und zurück. Dann fahren wir mal zurück. Und dann probieren wir mal aus. Wir haben ja was gesehen mit so einem leuchtenden Kristall auf dem Display und ein Skelett. Und das Kristall wurde aufgebrochen und danach hat das Ding wieder gelebt. Das könnten wir mal bei Brink ausprobieren. Fände ich jedenfalls eine tolle Idee. Das machen wir. Wo geht's raus? Da geht's raus. Jetzt muss ich nur noch mal Brink finden. Das da könnte die rote Tür sein. So, leuchtender Kristall. Mit Brinks Leiche. Wer weiß, ob es überhaupt klappt. Selbst wenn es dieselben Kristalle sind, die auf dem Display im Museum einen Außerirdischen wiederbelebt haben, sie sind trotzdem nicht für Menschen gemacht. Einen Versuch ist es wert. Brink, wie geht's Ihnen? Es geht mir gut. Was ist passiert? Ich erinnere mich, dass ich gegraben habe und der Boden unter mir nachgegeben hat. Brink, Sie waren tot, mehrere Stunden lang. Dass diese Amerikaner immer übertreiben müssen. Ich versichere es Ihnen, Brink. Kein Puls, keine Atmung, tot. Aber ich habe ein paar von diesen Kristallen gefunden und ein Display hat mir gezeigt, wozu man sie benutzt. Wo ist der Kristall? Ich muss ihn sehen. Ich war mir nicht sicher, ob er bei einem Menschen funktionieren würde. Unsere Zellstrukturen müssen sich sehr ähnlich sein. Boston, durch den Kristall bin ich nicht nur wieder am Leben, ich bin am Leben. Ich fühle mich besser, stärker, lebendiger als jemals zuvor. Maggie, hören Sie mich? Ja, klar und deutlich. Ich hoffe, Sie haben was Wichtiges. Ich glaube schon. Brink ist nicht mehr tot, Maggie. Sie haben einen ziemlich kranken Sinn für Humor. Ende. Nein, warten Sie, ich meine es ernst. Todernst. Brink? Ich glaube es ja nicht. Es war dieser Kristall, den ich im Museum gefunden habe. Das Display zeigte, wie er einen Toten wiederbelebt hat. Also habe ich es versucht. Ein Kristall, der Tote auferstehen lässt? Wenn wir je wieder zurückkommen, wird das die Welt verändern. Es wird alles verändern. Ich bin nicht einfach wieder am Leben, Maggie. Ich fühle mich grandios. Ich habe das Gefühl, dass ich nie wusste, was es heißt, sich gut zu fühlen. Jetzt ist es umso wichtiger, dass wir nach Hause finden. Mir war es eigentlich immer ziemlich wichtig.
Forschen Sie weiter, Boston. Ich arbeite weiter an der Sprache. Alles klar, Maggie. So, dann reden wir mal mit Brink. Brink. Geht's Ihnen immer noch gut, Brink? Es lohnt sich, fast durch Löcher auf fremde Planeten zu stürzen, wenn man sich danach so gut fühlt. Dieser Platz ist so verlassen wie eine antike Ruine. Aber gleichzeitig scheint fast alles noch zu funktionieren. Ich weiß, was Sie meinen. Es wirkt so unwirklich, fast wie im Märchen. Als wären Sie nur für einen Moment weggegangen und würden jede Sekunde wiederkommen. Meinen Sie, Maggie kann eine außerirdische Sprache lernen? Sie ist sehr intuitiv. Wenn sie einen Kristall benutzen würde, könnte sie alles lernen. Maggie hat eine Bibliothek gefunden. Sie denkt zumindest, es ist eine. Kann sie die Sprache schon lesen? Sie arbeitet daran. Sie kann aber schon mit den Geräten in der Bibliothek umgehen. Naja, selbst wenn wir den Weg nach Hause nicht finden, kann sie vielleicht genug lernen, damit wir hier überleben können. Ich habe diese Inschrift aus dem Museum. Was denken Sie? Ich denke, das ist Maggies Aufgabengebiet. Ich möchte mit so etwas nicht belästigt werden. Welche Chancen haben wohl die Wissenschaftler auf der Erde zu verstehen, wie diese Kristalle hergestellt werden und wie sie nachzubauen sind? Sie müssen einfach. Sie haben ja keine Ahnung, wie gut es sich anfühlt, eine solche Stärke im Körper zu spüren. Und nicht nur im Körper. Mein Geist war noch nie derart wachsam. Wir müssen noch mehr von diesen Kristallen finden. Noch viel mehr. Das finde ich ist schon ein wenig bedenklich. Das hört sich so ein bisschen an, wie wenn die auch süchtig machen. Ich konnte es zuerst nicht glauben, dass diese Außerirdischen Brücken aus Licht herstellen konnten. Und ich kann nicht glauben, dass sie sich wirklich überwinden konnten, sie zu betreten. Ja, also ich hätte mich nicht überwunden, ganz ehrlich gesagt. Halten Sie die Augen offen nach solchen Metallplatten wie die auf Attila. Wenn wir die richtigen finden, könnten sie in die dreieckige Vertiefung im Nexus hineinpassen. Und wenn sie passen? Was passiert dann? Keine Ahnung, Brink, aber ich denke trotzdem, dass wir sie suchen sollten. Ja, wenn wir es nicht ausprobieren. Dieser Geist, der uns zu dem Loch geführt hat, in das sie gefallen sind, ich habe noch so einen auf der Museumsinsel gesehen. Ein Museumsführer? Was diese Geister auch sind, ich glaube, sie wollen uns irgendwo hinführen. Ah, aber führen sie uns irgendwo hin, wo wir auch hinwollen? Das ist die gute Frage. Danke. So, jetzt gehen wir zusammen wieder. Und ich würde sagen, wir hatten ja auf der einen, wo wir gerade gewesen sind, eine verschlossene Tür, wo wir nicht aufgekriegt haben. Zu zweit kriegen wir das bestimmt hin. Der kann uns bestimmt helfen, diese Tür zu öffnen. Außerdem haben wir noch einen roten Stab. Da können wir auch nochmal versuchen, eine andere Tür zu öffnen. So, dann hilf mal, die beschädigte Tür zu öffnen, mein Freund. Könnten Sie mir hier mal helfen? Sicher. Bei 3, 1, 2, 3. Oh, schon wieder so ein Geist. Das war bisher der längste Besuch eines Geistes. Die Erscheinung schwebte genau über diesem Becken. Es ist voll mit Kristallen. Sind das diese Lebenskristalle? Wie der eine, mit dem Sie mich wieder lebendig gemacht haben? Sie sehen so aus. Dann ist doch alles klar. Diese Kristalle sind der Grund, weshalb Sie uns hierher gebracht haben. Sie haben das Geheimnis des Lebens entdeckt und wollen es mit uns teilen. Haben Sie gar nicht hingesehen, Brink? Egal, welche Sprache Sie sprechen, aber dieser Geist hatte die Form eines Totenschädels. Er wollte uns warnen. Diese Kristalle sind gefährlich. Das war das Symbol des Todes, Low. Diese Kristalle sind das Gegenstück zum Tod. Das wollte er damit sagen. Und wenn es Nebenwirkungen gibt? Haben Sie mal daran gedacht? Die Nebenwirkung ist, dass ich mich besser fühle als je zuvor.
Wenn Sie selber einmal einen Kristall genommen hätten, dann wäre Ihr Geist genauso klar wie meiner und Sie würden sehen, dass es nichts Wichtigeres gibt, als alle Kristalle zu finden und zu benutzen. Brink, ich glaube, Sie haben Unrecht. Ich denke, wir müssen vorsichtig sein. Diese Außerirdischen sind freundlich und gut, Commander. Sie haben uns ein Geschenk gemacht. Ja, wenn das alles so perfekt ist, wo sind sie dann, diese Außerirdischen? Vielleicht haben sie sich auf eine höhere Stufe der Existenz begeben. Oder vielleicht sind sie auch alle tot. Sehen Sie, wie schlecht Ihr Gehirn funktioniert? Wie könnten Sie tot sein? Sie haben diese Kristalle erfunden. Commander, Sie tun mir leid. Immer noch beherrscht von gewöhnlichem Geist und gewöhnlichen Ängsten. Aber ich fühle mich einfach zu gut, um jetzt mit Ihnen zu streiten. Glauben Sie, was Sie wollen. Ich nehme so viele Kristalle mit, wie ich tragen kann. Wir haben noch keine von den Skeletten gesehen. Ich glaube, die, wo wir draußen gesehen haben. Wir sahen eher von Tieren. Oh, ich nehme ein paar davon mit, für Untersuchungen auf der Erde. Ich werde sie einfach nicht benutzen. Das werden Sie schon, Commander. Von daher, wenn sie wirklich alle gestorben sind, wo sind sie dann? Vielleicht sollte ich noch einen Kristall nehmen. Wie viel haben wir denn jetzt, Art? Ich habe keine Ahnung, wie viel wir brauchen werden. Ich habe viele Kristalle. Ja, okay, passt. Ah, das ist das auch das Gerät, das wir gesehen haben. Ein Kanister. Habe ich davon nicht ein Bild auf einem der Displays im Museum gesehen? Ja, hast du. Und da gehen wir jetzt als nächstes hin. Da gehen wir nämlich nochmal raus. Ich glaube, das müssen wir sogar als nächstes machen. Ich glaube, da führt gar kein anderer Weg vorbei. Da ist nochmal so eine Schildkröten-ähnliches Ding. Widerlich. Hey Brink, glauben Sie... Brink! Brink! Wo sind Sie? Wahrscheinlich Brink, bei seinen Kristallen. Sie mir. Brink! Können Sie mich hören? Hm. Nein. Der hat sich aus dem Staub gemacht. Sie? Maggie, Brink ist abgehauen. Er hat nicht sehr rational reagiert, als er einen großen Vorrat an Kristallen gefunden hat. Ich fürchte, diese Dinger machen süchtig. Oder sie haben seine Persönlichkeit verändert. Ein Geist wollte uns warnen, aber Brink war zu überheblich, um auf einen guten Rat zu hören. Immer wenn es hier freundlicher zu werden scheint, stößt man auf neue Gefahren. Auf jeden Fall mache ich ohne ihn weiter. Ich wüsste nicht, was ich sonst tun sollte. Ich werde mich ab und zu bei ihm melden und schauen, ob er mit mir reden will. Danke, Maggie. Allmählich nehme ich das persönlich. Niemand will bei mir bleiben. Vielleicht ist es mein Deo. Ich glaube, irgendwo auf Attila hat es versagt. Ja, das ist möglich. Ja, also Brink hat schon wirklich ein bisschen seltsam reagiert. Und so wie er gesagt hat, das ist... Von dem, was er gesagt hat, fühlt sich das an, wie wenn das wie so ein Aufputschmittel gewesen wäre. Und da wäre er doch etwas, ja, naja. So, aber ich glaube, das mussten wir auch machen. Ich glaube, wir hätten zwar den roten Stab machen können, den roten Dings machen können, aber ich habe ja gesagt gehabt, da ist ja eine Sache defekt, hat man bei diesem Kristall gesehen. Und ich glaube, das wäre genau da gewesen. Von daher müssen wir erstmal das hier reparieren, bevor wir da weiterkommen. Das heißt, es wäre gar nichts anders gegangen. Na gut, aber wie dem auch sei, wir machen beim nächsten Mal weiter. Und dann fängt eine komische Puzzlearbeit an, an die ich mich noch erinnere, aber die relativ, ich finde, so schwierig ist. Aber wir kriegen das hin. Bis dahin, macht's gut und tschüss.